Hallo zusammen. Ja, wie vorhergesagt, gibt es diesmal eine Runde mit dem Kreuzritter bei Diablo 3 in Season 17. Auf Level 70 habe ich ihn gezogen, wie man hier oben so schön sieht. Rüstungsmäßig ist das Ganze noch ein bisschen bunt gewürfelt, ohne irgendwelche Größenbesonderheiten. Hier ist ein Teil von Kanes Bestimmung, die ich hier drin habe. Dann das Set, wie heißt es, Wagnis des Wächters. Das habe ich momentan komplett drin, um hier ein paar Boni zu kriegen. Das Beste, was jetzt irgendwie so zusammenkam, sage ich jetzt mal. Deswegen auch erstmal nur Qual 2. Mal gucken, was hier noch sonst bei rauskommt. Okay, ich dachte, ich hätte den jetzt nochmal. Vielleicht noch beim Barbaren im Rucksack. Und da schauen wir jetzt erstmal, wie wir da durchkommen. Und passen dann eventuell die Schwierigkeit an. Benutzen tue ich hier momentan die Weihe, die Phalanx, Gebot der Gerechtigkeit, Bombardement, Schlitzen und die Himmelsfaust. Und dann legen wir einfach mal los hier in Akt 2, gerade kommen. Also ab die Wasserstraße. So. Also da das jetzt sozusagen die erste Runde ist, okay. Also die erste Kloppe sagt auf jeden Fall, Schaden kann, also mehr Schaden ist gut. Braucht man die nicht. Und ja, dann kann man das Plastik raus. Und da habe ich auf jeden Fall noch nicht. Nur Spreu im Winde. Ich Ja. benötige mehr Zorn. Hier sind wir mal nicht gekommen. Wird auf jeden Fall knapp. Okay, dann können wir mal die Phalanx. Okay, damit passt das. Ich glaube, der wäre jetzt halt verschwunden, also nochmal wäre das nichts geworden. Laufen wir jetzt hier einfach ein bisschen, dass wir nicht in den Treffen kommen. Mal gucken, wenn ich so einen kleinen Moment Zeit habe, werde ich als nächstes vielleicht noch, also auf jeden Fall mal den Mage noch auf Stufe 70 bringen. Und auch noch den, jetzt wollte ich noch den Ninja oder den Monk mit reinbringen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Okay, dann gucken wir mal. Nur Geduld. Nicht genug Zorn. Ich werde auf jeden Fall verteilen, dass ich nicht kommen kann. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja,
tatsächlich irgendwo falsch gelaufen. Ja, also irgendwie habe ich gar nicht geschnallt, dass ich runter auf die zweite Ebene bin, wo ich aber anscheinend tatsächlich bin. Wird wohl Zeit für die Haie. So. Hier irgendwo muss hier noch einer sein. Man kann da keinen Herrn hören. Natürlich ganz am Anfang dann. In letzter Zeit sind die Aquädukte baufällig und von Ungeziefer befallen worden. Die kaiserliche Wache hat nichts getan und verkündet, die Aquädukte seien in einem akzeptablen Zustand. Aber ich habe sie mit eigenen Augen gesehen und kenne die Wahrheit. Viele reiche Familien, meine eingeschlossen, ziehen Brunnenwasser für ihre eigenen Behausungen vor. So. Tötet Schafmaul. 100 Gegner müssen wir plötten. Das haben wir mal irgendwie hinbekommen. Ja, man merkt auf jeden Fall noch das Schadensdefizit. Da muss mehr Power her. Ja, die muss ja 100 Gegner hier blenden. So, dann gehen wir gleich mal auf die andere Seite, dann geht das eigentlich auch besser. Ja, das ist jetzt auf der, ja, auf jeden Fall mal ein anderes Feeling. Wie tatsächlich mit dem Schalmanen. Wenn mir dort durch die Lappe geht, das wäre jetzt nicht ganz so schön. Noch nicht bereit. Nicht genug Zaun. Ja, also außer ein Bewegungsfeld zu machen, das ist nicht so kaputt. Ich habe hier im Horror-Ding sehr genau so wie die Gipfel. Davon werde ich noch lange erzählen. Ich mal den ganzen
den ganzen Müll hier aussammeln. Weil der hat ja schon einiges auffallen lassen. Wer weiß, wofür man es braucht. Ganz wichtig, die Seele. So, und da ist auch schon Scharf Maul. Ich habe schon, was ich hier so eingesammelt habe. Okay, nichts Interessantes. Also grundsätzlich lässt sich die Himmelsfaust natürlich auch gut benutzen, wenn Gegner weiter weg sind, um dann trotzdem diesen Massenbonus weiter zu erhalten. So, ernsthaft jetzt, ich brauche noch zwei Gegner. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich benötige mehr Zauber. Wir fahren nicht über mal den Kopf in den Reich. Die addieren sich natürlich, wenn man Level 70 erreicht hat, sozusagen bei ein. Das heißt, unabhängig davon, welchen ich davon spiele, die haben immer dieselbe Paragon-Stufe. Okay, Belial. Die reine Mitgliedsammlung ist mit dem Festival. Das nimmt man wirklich voll mit. Das ist auch die Serie des Paragon. Ich glaube, das ist ein bisschen mit dem Festival.
genug Zorn. Da war eigentlich immer schon eine recht geniale, sag ich jetzt mal. Ich meine, der neuen Waffe. Dazu aber noch. Ja, wenn ich mir die Mappe annehme. Ja, die neue Waffe ist schon ganz geil. Das ist geil, ne? Und dann kommt die
Okay, habe ich den mit dem Band tatsächlich noch nicht gekillt auf höherer Stufe? Interessant. Na gut, ist denn so. Ja, den Mage, den werde ich jetzt einfach bei Gelegenheit auch mal auf 70 ziehen. Und dann euch da weiter zeigen, wie es dann auf Level 70 bei dem weitergeht. Das zieht sich sonst doch immer so die letzten Level bis auf 70. Das ist jetzt nicht so spannend. Okay. Oh, okay. Ja, vielleicht kann ich nicht drücken. Ich benötige mehr Zorn. Wir laufen nicht einfach mal nach hoch. Mal uns die dann reichen, dass immer da so ankommt. So, da ist er. Noch nicht. Obwohl ein stetiger Strom an vermummten Brüdern eintrifft, die irgendeinen religiösen Feiertag der Zakarin begehen wollen, halten die Dämonen den großen Abstand. Ich werde die Wachen am Tor verdoppeln. Wir dürfen nicht unvorbereitet sein, falls sich das Blatt wendet. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Topmäßig hatte ich jetzt bisher nicht so ein Glück. Aber naja. Ich nehme an, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Genauso wie ich. Wie wäre es mit ein wenig Gesellschaft? Verdienter Tod. Ihr habt bereits so manchen Feind bezwungen, nicht wahr? Unter Umständen sogar mehr als ich. Macht schon gut,
jetzt. Ja, ist schön, wenn die Lichtexplosion losgeht, das sieht man dann natürlich. Kommt dann sozusagen mehr oder weniger alles weg. Das zu glauben, was die hier alles haben liegen lassen. Ich wette, die kommen bald wieder, um es zu holen. Also fackelt nicht so lange rum. Das sagt der Richtige. Nähert euch den Überbrüdern. Für die Touristen, sehr schön. Wo seid ihr denn? Na, wir nähern. Habt ihr das gehört? Wir sind im Begriff, etwas zu beschwören. Und Rediger Feldmann. Ich glaube, dass das irgendwie nicht gehört. Naja. Ich kehre in die Stadt zurück. Mal gucken, ob wir wenigstens bei in der Belohnung von Tyra irgendwas Schönes drin haben. Eure Taten sollen belohnt werden. Ihr habt ihr. Tatsächlich im Plan Asharas gelungen. Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wenn wir doch gerade mal gucken. Nehmen wir da, gab es schon tatsächlich lange nichts mehr. Wieder spannend, wenn ihr. Okay. Naja, muss jetzt nicht zwangsläufig. Ich komme schnell weg. Dann gucken wir mal, was es hier gab. Bin ich da drauf? So, gestattet es, euch umgehend durch Gegner zu bewegen. Den hatten wir eigentlich schon. Ist jetzt nicht so prickelnd. Okay. Das war's dann auch für die Runde. In der nächsten Runde werde ich vorsichtig mit dem Barbaren. Hey, verehrter Herr! Mich tatsächlich mal an dem Z-Portal versuchen. Und gegebenenfalls noch ein paar Abschlüsse für hier die Saisonreise machen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und fürs Liken. Man sieht sich. Bye, bye.